Yo, was geht, Leute? Halterum 25 am Start. Ich hoffe, jedem von euch geht es gut. Wir reacten wieder auf Shorts. Lasst ein bisschen Liebe da. Wir starten rein. Let's go! Gleiche das schlechteste Essen bei KFC mit dem besten Essen dort. Wir starten beim ersten. Ich bin schwarz. Ich lieb mein Chicken. Also, sind wir mal gespannt. Nie, wie viel das gekostet hat. Die Geschmacks- und Preisunterschiede erfahrt ihr teuer. Am Ende. Ich hätte gerne das schlechteste Essen. Was wird so am wenigsten verkauft bei euch? Dann würde ich das nehmen. Also wartete ich auf meine Hot Wings? Bro! Wings? Essen? Als ich mein Essen bekam, stürmte ich sofort aus dem Laden. Jetzt geht's zum anderen. Die Bahnfahrt war speziell. Das war auch meine letzte Bahnfahrt. Dann betrat ich den KFC. Es ist echt sehr geräumig hier. Ich hätte gerne das beliebteste hier. Was wird hier so am meisten bestellt? Ich würde gerne etwas anbieten. Vielleicht 12 Hot Wings und 10 Crispies. Ja, das wäre richtig cool. Also warte. Digga, schwierig. Du kannst nicht in ein KFC gehen und in einen anderen KFC. Beim anderen KFC wird was. Digga, der hat doch Hot Wings gesagt, oder? Und beim anderen hat er auch Hot Wings geholt. Ich auf mein Essen hier. Vielen Dank, ne? Schönen Tag noch. Jetzt muss ich mir nur noch einen Platz in der oberen Etage suchen. Hier ist auch echt viel Platz. Vor dem Essen immer die Hände waschen. Jetzt geht's aber zur Verkostung. Dann wollen wir mal. Wir starten mit den Crispies vom ersten Laden. Was? Beides sieht richtig krass aus. Bin ich ehrlich mit dir. Sehen meine Augen da. Wie sieht das bitte aus? Ich nahm also einen Bissen. Nicht so stark gewürzt, so langweilig irgendwie. 2 von 5. Jetzt die Hot Wings von diesem Laden. Bei dem Gesicht wisst ihr, was jetzt kommt. Und zwar dein Abo, damit du auch gutes Essen kriegst. 5 Sterne. 5 Sterne, Bro! Chicken ist einfach Beste. Wenn ihr Auto im Wasser versinkt, während du noch drin bist, ist es entscheidend zu wissen, was du tun musst, um zu überleben. Stell dir vor... Was würde ich machen? Die Tür würdest du nicht aufkriegen wegen dem Druck von dem Wasser. Die Scheibe einschlagen, ich weiß ja nicht. Dann hast du wahrscheinlich Glas im Auge oder am ganzen Körper. Was sollte man da eigentlich machen? Fenster automatisch runterlassen, wenn das noch geht. Würde ich sagen. Du fährst an einem Teich entlang, als dein Vater anruft und dich Esel schimpft, weil du in 20 Minuten zu Hause sein sollst, du aber noch 2 Stunden entfernt bist. Diese unerwartete Ablenkung könnte dazu führen, dass du die Kontrolle über dein Auto verlierst und in den Teich stürzt. Als allererstes, keine Panik. Dein Auto wird nicht sofort sinken, es dauert seine Zeit. Wenn dein Auto untergeht, öffne sofort die Türen und verlasse es. Sollte der Wasserdruck das Öffnen verhindern, versuche nicht, die Windschutzscheibe zu zerbrechen, da sie am stabilsten ist. Schlage stattdessen lieber mit einem spitzen Gegenstand ein Seitenfenster ein, um zu entkommen. Ist auch... Doch? Okay, wenn der Druck ist, aber der ist noch über Wasser. Was macht man, wenn man unter Wasser ist? Das nicht möglich. Warte einfach, bis das Auto vollständig abgesunken ist. Öffne dann die Tür und verlasse das Fahrzeug in aller Ruhe. Wenn ihr... Okay, du kannst doch die Tür öffnen. Aber erst, wenn es unter Wasser ist. Digga, da musst du noch schwimmen können. Calypso oder Capri-Sonne? Capri-Sonne. Ich kenne Calypso nicht. Calypso oder Fanta? Calypso. Calypso oder Schokobons? Schokobons. Schokobons oder Schokobons Crispy? Schokobons Crispy? Wann gibt's ein Cable Crispy, Bro? Ich nehme aber Schokobons normal. Schokobons Crispy. Schokobons Crispy oder Takis? Takis. Takis safe, yo! Was kosten Takis bei euch? Takis oder Mystery Box? Mystery Box. Ich kaufe dir alles für 20. Mystery Box safe. Ich sag dir wieso. Du hast viel mehr drin, Diggi. 20 Euro oder Sugar Gang Mystery Box? Mystery Box. Dann komm mal mit. Du bist aber motiviert. Jetzt bin ich gespannt. Was kostet so, hier ist dann schon mal einmal deine Mystery Box. Dankeschön. Und folgst du uns schon? Ja. Okay, weil du uns folgst, kriegst du von mir noch einen 50 Euro Gutscheincode für unseren Online-Shop on top. Danke, das ist sehr nett. Das kriegen aber natürlich nur Leute, die uns folgen. Was hat die gehabt? Was waren das für Chips? Yo! Also ich hätte mich nicht darüber gefreut, bin ich ehrlich mit dir. Natürlich coole Geste, aber trotzdem. Ich hätte lieber die Schokobons genommen. Dieses McDonald's hat eine 1-Sterne-Bewertung und das hier hat 5 Sterne. Aber sind sie wirklich so unterschiedlich? Starten wir beim Schlechten. Ich bestelle 3 Sachen. Den Big Mac, die Pommes und die Nuggets. Wie kann das schlecht sein bei McDonald's? Wie geht das? McDonald's hat für jeden... Als McDonald's die gleiche Rezeptur. Außer wenn du einen Sparfuchs hinten hast, der geht hin und macht nur 1 Tropfen Soße drauf, anstatt 4 Tröpfen. Tropfen. Laden am Gesicht. Der Boden klebrig. Bestellterminal kaputt. Desinfektionsmittel leer. Der Innenraum kriegt 1,5 Sterne. Aber die Wartezeit war nur 1 Minute. Der Big Mac sah grässlich aus. Geschmacklich aber okay, 3 Sterne. Die Pommes
zu wenig gesalzen. 2 Sterne. Wer mag denn eigentlich so viel Salz auf seinen Pommes, Mann? Nuggets. Viel besser als gedacht. 4 Sterne. Gesamtbewertung 2,5 Sterne. Aber wie sieht's beim 5-Sterne-McDonald's aus? Es sieht direkt viel gepflegter aus. Tische glänzen. Bestellterminals funktionieren. Mitarbeiter putzen. Der Innenraum kriegt 4,5 Sterne. Aber die Wartezeit war 3 Minuten. Der Big Mac. Zu wenig Soße, 3,5 Sterne. Pommes. Ja, was habe ich gesagt? Soße. Die sparen immer an der Soße, Mann. Ich habe letztens einen Big Mac bekommen ohne Soße. Direkt wieder umgedreht und habe die Tür eingeschlagen. Cross, 4,5 Sterne. Die Nuggets. Jetzt Cross und Salzfaktor hast du nicht gesagt. Solid, 4 Sterne. Der Unterschied war viel größer als erwartet. Keine Ahnung. Das heißt, wir schaffen wie vor 500 Jahren. Mit Handsäge, mit Ausspalte und jetzt mit dem Ziehmesser. Ziehmesser. Räder hat, die älter sind als 100 Jahre, da ist nicht alles grad. Sondern da ist es halt so, wie es gewachsen ist. In dem Moment, wo ich irgendwie... ist nicht alles gerade einfach so, wie es gewachsen ist. Scheiß drauf. Soll gerade sein. Schieferturm von Pisa. Hier in der Ecke, was einschlägt, verändert sich die Spannung in der Narbe. Wenn ich jetzt aber da und da und da mache, dann verteilt sich der Druck. Ziehe das zu. Das werden Reifen, oder? Mit einer Konstruktion wie im Mittelalter zieht er die Speichen zusammen. Das werden Holzreifen. Erst wenn die eisernen Segmente glühen, kommen sie auf die Felgen. Das wird drauf gebrannt? Das ist halt immer wichtig, dass wir möglichst schnell die Temperatur rauskriegen. Sonst verbrennt uns halt zu viel von dem Holz weg. Alles ist gut gegangen. In dem großen Rad steckt eine Woche Arbeit. Also richtig gut. Wie viel kostet so ein Rad überhaupt? Eine Woche Arbeit? Heutzutage, du würdest, glaube ich, für so ein Rad locker ein Taui bezahlen, oder? Dinge, die gar nicht klar gehen. Wenn ich rot werde und jemand mir sagt, dass ich rot werde. Wenn ich im Auto gucke, ob jemand kommt und der Beifahrer auch guckt, ob jemand kommt. Wenn ich mir... Ich hasse es, wenn ich einen Beifahrer habe und frage, yo, Bro, ist safe? Sagt er gar nichts. Du musst doch selber gucken, du bist der Autofahrer. Bro, hilf mir doch einfach ein bisschen, Mann. Den Zeh stoße und so sauer bin, dass ich die Tür verprügel und mir noch mehr weh tue. Wenn jemand dumme Witze auf meine Kosten macht. Wenn der Postbote mein Paket zur Poststation bringt, obwohl ich eigentlich da bin. Wenn mein Video nicht... Das stimmt. Ich war schon oft genug zu Hause. Amazon kommt vorbei und... Digga, die legen das Paket immer noch mal hin. Und der Postbote erst recht. Viral geht nur, weil Werbung drinne ist. Dinge, die gar... Gibt's das jetzt momentan im Video Werbung? Noch so gesaved, Digi. Eins der krassesten Entdeckungen, die wir gemacht haben, basiert genau auf dieses Geräusch. So Auto. Hört sich doch ein Krankenwagen an, der vorbeiläuft an euch. Aber das ist doch voll merkwürdig. Ne? Am Anfang ist die Frequenz des Tons hoch und danach ist sie wieder niedrig. Hier. Ja, aber das Ding von dich, das entfernt sich von dir. Je höher die Frequenz, desto bläulicher ist das Licht und je niedriger, desto rötlicher. Wenn ich hier eine Galaxie habe und hier sind wir, zuerst kann man sagen, okay, Licht sehe ich ganz normal, wie die Galaxie ist. Okay, ja, aber was passiert denn jetzt, wenn die Galaxie anfängt, auf uns zuzukommen? Wenn die Galaxie sich langsam auf uns zubewegt, dann wird es doch heller. Dann werden das vorne, wie gesagt, hier bläulichere Wellen und damit sehen wir sie bläulicher, als sie eigentlich ist. Und wenn die Galaxie sich jetzt von uns wegbewegt, was müsste dann passieren? Ja. Wird rötlicher da. Damit konnten wir feststellen, dass sich das Universum ausdehnt. Danke. Diese Information habe ich in meinem Leben gebraucht. Ich habe einen selbstgemachten Zauberstab in den Harry Potter Store geschmuggelt, um zu schauen, wie lange er dort unentdeckt bleibt. Es ist Tag 2. Mal schauen, ob unser Zauberstab noch da ist. Ja, was soll ich sagen? Aber wir müssen jetzt einen drauflegen. Ich habe da nämlich so eine Idee. Und dafür gehen wir jetzt in den Baumarkt. Wir werden uns jetzt einen schönen Besen mitnehmen. Und der wird jetzt noch schön aufrisiert, damit der auch im Harry Potter Store nicht auffällt. Das Ding sieht noch viel zu sehr nach handelsüblichen Besen aus. Das muss noch tighter werden. Wir brauchen ja eine gewisse Aerodynamik. Das Ding sieht doch jetzt schon mal viel windschnittiger aus. Mit der restlichen Schnur, die wir haben, bauen wir jetzt hier noch so einen schönen, bequemen Griff. Ja, wie schmuggelst du das überhaupt rein, ohne dass der Besitzer das sieht? Und schon hat unser Nimbus Kirafin den richtig schönen Luxusgriff. Ich brauche noch eine Gravur. Nimbus Kirafin.
Wir haben noch nie was Schöneres gesehen. Also unser großer Bruder hier, der hat das Regal da oben schon schön ausgefüllt. Aber auf dem anderen Regal hier direkt daneben, da ist noch ein bisschen Platz. Schon besser. Morgen schauen wir, ob unser Besen und unser Zauberstab immer noch da sind. Safe sind doch da, Digga. Wer will ein Stück Holz kaufen und so ein vergammelter Besen, Diggi? Dein Ernst? Ich werde mir nie wieder Lipgloss kaufen, denn ich mache den ab heute selbst und ich zeige euch wie. Ich habe mir einige Sachen bestellt. Als erstes brauche ich Lipgloss Base. Ab diesem Zeitpunkt hören wir auf, denn Lipgloss ist nichts für mich.